Yo, liebe Leute, was geht ab? Herzliches Willkommen zur Outlast 2 Demo. Wir spielen als Blake Langerman, ein Kameramann, der zusammen mit seiner Frau Lynn eine Reihe von Hinweisen und Spuren nachgeht, die mit einem Mord an einer Frau zu tun hat. Das Ganze spielt nicht mehr wie im Vorgänger in einer Irrenanstalt, sondern dieses Mal in der Wüste Arizonas. Und liebe Leute, ich würde sagen, let's do this! Welcome to the Outlast 2 Demo. Ja, okay, hier steht nochmal das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr Bock drauf habt. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh, the fuck? Did you see that? We lost the engine. Fuck! Richtig nice. Okay, wie wir gerade aus der von der Audiospur hören konnten, ist die Frau schwanger gewesen. Was auch immer das für einen Sinn hat, aber okay. Ja, ich bin gespannt, was wir jetzt hier spielen können, weil ich habe mir schon diverse Trailer-Gameplays reingezogen und dem Anschein nach spielen wir auf dem Berg, den man ja in anderen Videos auch schon sehen konnte. Nur dieses Mal eben live am Zocken. Sehr schön. Oh fuck, my glasses. Alright. Natürlich, die gute alte Kamera. Wir wollen jetzt keine Schleichwerbung machen. Okay, ich kann mich ein bisschen umsehen. Wenn auch wenig. So, jetzt habe ich die volle Kontrolle. To raise your camcorder, press R1. Lynn! Lynn! Okay, ja. Er schreit nach seiner Frau Lynn. Lynn! Er schreit nach seiner Frau Lynn. Hat er die verloren irgendwie auf dem Weg? Hat er die komplett verloren? Einfach so. Okay, ja, hier links haben wir dann auch schon Pegel. Das heißt, die Kamera nimmt auch Ton auf, beziehungsweise es wird halt auch visuell dann dargestellt, ne? So, was gibt's noch zu sagen? Wir filmen in 1090 mal 1080, 1920 mal 1080, sorry. Und natürlich in der 60 Frames? Ist das das Symbol für Frames? Per Second? Whatever. Okay, normalerweise müsste man mit R2 jetzt eigentlich zoomen können. Nein, kann man nicht. So war es auf jeden Fall im Teil davor, meine ich. Ist schon eine Weile her. Ich glaube, man konnte mit der Taste zoomen. Egal. Okay, hier können wir ein bisschen nach links und rechts neigen. Auch nicht schlecht. Ja. Okay. Vollmond heißt nichts Gutes. So, wir stecken die Kamera wieder weg. Okay, ich versuche jetzt mal wirklich so detailliert auf alles einzugehen. Beziehungsweise nachher werden wahrscheinlich Momente kommen, wo ich einfach nur rennen will. Da funktioniert das wahrscheinlich nicht, aber... To vault, press X while moving towards waist-high objects. Alright, zack, und rüberspringen. Okay. So, das sieht auf jeden Fall schon mal wieder richtig nice aus von den Graphics. So wie es auch sein muss. To run... Press L3. Okay, warum kriege ich jetzt schon das Zeichen zum Rennen? Ist es gut oder schlecht? Komm, wir sperren hier erstmal so ein bisschen in das Haus rein. Kann ich da schon was sehen? Kann ich da was sehen? Also ich muss sagen, ich habe mir natürlich auch, habe es vorhin schon erwähnt, ein paar diverse Gameplay-Trailer reingezogen und da habe ich das schon ein Stück weit gesehen, was jetzt hier passiert. Also... Das lässt sich dann halt doch nicht ganz vermeiden, dass ich ein bisschen darüber informiert bin. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt habe ich mich da
indirekt selbst gespoilert. Also ich schaue mir immer wieder mal ein bisschen an von irgendwelchen Games, die so rauskommen, ne? Aber halt auch nicht mehr dann allzu weit. Dass ich auch noch ein bisschen Überraschung für mich habe. Okay, wir machen weiter im Text. Press Viereck to knock. Hello? Somebody in here? I'm lost and hurt. Press or hold Viereck to open. Warte mal. Das war aber sonst nicht versperrt, oder? Das war sonst nicht versperrt. Ich meine, da hat es dann zurückgeklopft, oder? Okay, es ist schon eine Weile her. Könnte ich hier echt nicht rein? Okay, das finde ich gut. Vielleicht ist es auch ein Stück weit anders, die Demo, als die Gameplay-Trailer, die ich davor gesehen habe. Finde ich gut. Dann ändert sich das auch ein bisschen hier. Okay, komm, so rennen wir. Hau mal die Kamera an. Was ist das denn für ein Symbol? To zoom use ist dieses... Was ist das denn? Ah, okay, das ist... Okay, das ist ein bisschen... Ah, okay, man muss nur drüber streichen. Ich habe da gerade wie ein Bekloppter drauf gedrückt. Okay. Das ist nice. Das war in Outlast 1 nicht so, glaube ich. Okay. Ja, die Kamera verliert natürlich auch irgendwann an Batterie. Können wir aufladen mit dem Dreieck. Oh oh. Habt ihr das gehört? Da war jemand im Busch. Hello? Where are you? Mich lässt die Tür gerade nicht locker, ne? Also ich dachte echt, da kann man rein, Mann. Da konnte... Jesus Christ, die Musik wird gerade ein bisschen drückend. Oh, Faye. Okay. Es war nur ein Kaktus. Das kann auch nur mir passieren, ey. Okay, komm. Wir wagen es. Wir trauen uns. Nichts, ich schrecke vor nichts zurück. Hier kann mir niemand was anhaben. Sollen wir vielleicht mal die Kamera aktivieren? Ein bisschen Night Vision. Nachtsicht. Oh, okay. War das die Tür? War das die Tür vielleicht? Alter. Please. Genau. Schrei noch lauter, Alter. Ohne Witz, ey. What the fuck? Gott. Es ist nur ein Hut. Der beste Hut ever. Okay, ich sehe komplett nichts. Ohne Kamera sieht man komplett nichts. Oh, hey, buddy. What's up, man? Are you okay? Hey, mister. Hey. Okay. Da liegen die Fliegen auf dem Rumhall. Leck mir am Arsch, da läuft man doch rotz zweispurig runter, hey. Was ist denn da los? Okay. Wir nehmen die Batterie. Alter, die Tür, da ist was an der Tür passiert. Ha! Nix da. Okay, was gibt's hier noch zu sehen? Wieso ist es hier so fucking windig, ey? Alter, es ist göttlich, Mann. Wir spielen wieder Outlast, beziehungsweise ich. Hello? Oh. Nee. Lass mal. Jammed. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht alleine hier. Das ist schon mal... Da muss man nicht Einstein sein, um das zu wissen. Oh! Oh shit, Alter, mir läuft gerade übelst runter. Wo ist der Pisser? Ihr hört's doch auch, oder? Komm her. Ich hab vor nichts... Oh, da steht er. Leck mir am Arsch. Da steht der Kleine. Komm. Alter. Oh shit. What the fuck? No. What the fuck?
Ich mach mal die Kamera weg. Wir haben relativ gute Sicht, auch ohne. Im Licht zumindest. Also da vorne gehe ich gleich erstmal hin. Wir hatten jetzt hier noch was zu begutachten. Und zwar, was auch immer das für ein Spielzeug hier ist. Ich weiß es nicht. Alter Latze, alter Latze. Oh, guck an, guck an. Und sie sehen nichts. Ich muss sagen, das ist echt eins der wenigen Spiele, die einem echt Gänsehaut verpassen können. Oh, what the fuck. Yo, what the fuck. Alter, nicht mal Chucky, die Mörderpuppe, hat sie überlebt. Das heißt schon einiges. Okay, komm, nächste Tür. Die kann ich gar nicht erst aufmachen. Da geht nichts, okay. What the fuck? What the fuck? Kann ich da reingucken? Traue ich mich das? Alter! Wie das hier alles knarscht, Mann. Richtig ekelhaft, ey. Hey. Wow, Kollege, Alter! Wow, Jesus! Fucking... Uff. Mann, ich... Alter. Boah, ey. Ekelhaft, ey. Boah, ist ja ekelhaft. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Alter, der war gerade so nah an meinem Ohr. Okay, das ist echt nice, dass da das visuell angezeigt wird, der Soundpegel. Da kann ich ungefähr auch einschätzen, aus welcher Richtung das dann kommt, ne? Wenn dann links anschlägt, drehe ich mich am besten wohl nicht nach links. Okay, komm. Weiter im Text. Ich trau mich. Ich hab keinen Schiss. Leck mich am Arsch, Alter. Okay, die Batterie ist auch gleich wieder leer. Alter. Und ich hab keine mehr. Ey, hör auf. Ehrlich jetzt? Oh, Jesus. What the fuck? Okay, ich sollte mir auf jeden Fall mal angewöhnen, nicht konstant mit Kamera rumzulaufen. Vor allem nicht im Licht. Das ist unnötig. Alter, was ist denn hier eigentlich los, ey? Okay, mit Kreis gehe ich in die Hocke. Alter. Gedärme. Was ist das? Ist das ein Tier? Aber hier liegt doch auch ein Mensch. Das sind doch Schuhe und Beine. Oder sind das Hufe? Och, das ist ein Pferd. Oder eine Kuh. Oder sowas. Wahrscheinlich eine Kuh. Mann, ey. Mann, ey. Kann ich da reinspringen? Mmh. Okay, ich kann abtauchen. Ich kann auch abtauchen. Okay. Ja, ich nehme die Demo jetzt mal so ein bisschen auseinander und will halt echt mal ein paar Sachen hier erleben. Ich will so viel erleben hier. Okay, es ist richtig bad. Ich habe gar keine Batterie mehr. Ich bewege mich echt ungern weiter vorwärts ohne Batterie, Mann. Wir haben da gerade den Kollegen stehen sehen. Da will ich jetzt erstmal vorerst... erstmal vorerst nicht hin. Da kann ich schon gar nicht mehr richtig reden hier, ey. So, checken wir mal die ganzen Hide-and-Seek-Möglichkeiten ab. Press X to exit. So, hier können wir ein bisschen rausspähen. Fragt sich, ob die mich dann sehen würden. Also, ich meine, klar würden die mich sehen, aber vielleicht sind es doofe KIs, die mich nicht erkennen. Hm. Man weiß es nicht. Okay, Batterie ist leer. Aber... Man konnte in Outlast 1 auch noch ohne Batterie ein Stück weit wenigstens in der Nachtsicht was erkennen, was ich auch sehr gut fand. Ich hoffe, das ist hier auch beibehalten. Kann ich hier was sehen? Nee. Okay, ich glaube, wir können jetzt hier nichts mehr erkennen. Oh oh. Alter, aber dass das da so kurz schwarz wird, ist ganz, ganz uncool, Mann. Das ist ganz, ganz uncool. Hör auf mit so einem Scheiß, ey. Wieso klopft der Spast? Ey, der klopft überall an, Mann. Ohne Witz, wenn ich hier laufen würde und so viele komische Gestalten hier rumstehen sehen würde, da würde ich doch nicht extra noch irgendwie klopfen, da würde ich gucken, dass ich Land gewinne, ey. Oder nach meiner Frau schreien, dass die in der Hoffnung irgendwie zurückschreit oder so. Junger Vater, Gott, oh Gott, was ist das denn hier eigentlich?
So, Fat Joe. So, machen wir mal zu. Dass uns auch niemand hier stört. Und eine Batterie. Sehr schön. Alter, mega Design auf jeden Fall. Also, ne, auch wenn es jetzt so wenig vorkommt, nur so popliche Flaschen und so weiter, aber ich meine die ganzen Spiegeleffekte, guckt euch mal das Holz an. Die Fasern, Alter, nice. So muss sein, Mann, ohne Witz, sowas feiere ich. Wer meine anderen Let's Plays kennt, der weiß, dass ich das liebe. Graphics. Okay. Okay, natürlich können wir uns auch im Sag mir nicht, dass da jemand reingekommen ist. Sag mir nicht, dass da jemand reingekommen ist. Ich komm raus! Ich schlag dich. Niemand da. Niemand da. Pff. Oh, um Gottes Wille, hey. Oh, um Gottes Wille. Okay, und was ich auch noch sagen wollte, so war es auf jeden Fall in Teil 1, wenn man die Kamera... Das testen wir doch direkt, ne? Wenn wir die Kamera benutzen, ohne dass wir Nachtsicht aktivieren, dürfte es nicht an Batterie verbrauchen, eigentlich. Okay, aber ansonsten, hier haben wir wieder den Hut. Die komischen Einwohner hier haben irgendwie wohl alle dieselbe Mode. Und ansonsten kann ich hier eigentlich nichts mehr sehen. Okay, gehen wir weiter. Achso, da wo drücken steht, da ziehe ich. So, ganz kurz anmachen und weg. Ganz kurz anmachen. Fuck. Oh, ich hab da gerade gar keinen Bock drauf, gell? Ich hab da gerade gar keinen Bock drauf, ey. Mann, hey, echt, hey. Scheiße, nee, ey. Können wir hier was erkennen? Nee. Fuck. Im Übrigen habe ich dann auch so weit nicht mehr dann gespielt oder beziehungsweise geschaut. Ich habe ja vorhin gemeint, ich habe mir schon ein bisschen reingezogen davon. Weil ich natürlich auch Outlast 1 Fan war. Alter, da ist jemand. Da ist jemand. Hey, Kumpel. Und ja, ab... Ist er gerade hier rein? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ist er hier rein? Und auf jeden Fall weiß ich nicht mehr, wie es jetzt hier weitergeht. Das wollte ich jetzt sagen. So. Oh, guck mal. Babybilder. Kinderbilder. Also, ich weiß nicht. Die haben dann ja vielleicht schon irgendwie so ein bisschen Mitgefühl, diese Einwohner hier. Die sind nicht einfach nur stumpf am Töten. Sondern anscheinend haben sie auch ein Stück weit Mitgefühl für ihre verstorbene Brut. Gottes Willen, ey. Kaputt. Richtig kaputt. Komm, wir gucken erstmal durchs Window. Achso, wir müssen sogar durchs Window. Bam! Alter. To enter the window, press X while moving towards it. Yes, of course. Press to open? Warum soll ich das öffnen? Ganz kurz. Muss ich das ganz kurz abchecken? Ja, okay, na klar, okay. Ja, da habe ich nur gerade gewundert. Hallo? Mann, diese Sounds, ich kann das überhaupt nicht brauchen. Da kommt jemand unter, da kommt jemand. Fuck, wie gehe ich nochmal unter das Bett? In Teil 1 kommt man unter Bett, wie kann ich unter Bett? Fuck. Warte mal, jetzt mal ernsthaft. So kommen wir doch unter das Bett irgendwie, ne? Genau. Okay, aber es passiert nichts. Sie sehen, es passiert nichts. Ich muss mir ein bisschen angewöhnen, nicht ständig mit Night Vision rumzulaufen. Ah, hallo. There you go. Eine Batterie. So, hier kann ich aufmachen. Hier könnte ich aber auch raus. Komm, dann machen wir erstmal die auf. Jammed. Na klar. Was auch sonst.
Okay. So, ich fühle mich noch relativ safe. So im Großen und Ganzen ist jetzt noch nicht viel passiert. Ein, zwei kleine Jumpscares, aber ansonsten fühle ich mich eigentlich relativ safe hier. So eine schön ländliche Gegend. Schön einladend vor allem. Okay. Ja, dem Anschein nach muss ich da durch. Wir laden mal direkt nach für den Fall der Fälle. Nicht meine Pumpgun, sondern eine Kamera. What the fuck? Okay. Oh oh. Ich höre irgendwie so eine Art Heartbeat. What the fuck? Wo zur Hölle bewegen wir uns gerade hin, Mann? Überall Kreuze? Überall Kreuze? Jemand hinter mir? Niemand? Oh oh. Oh oh. Oh fuck, Alter, ich renn mal lieber. Ich hab grad Gänsehaut, Mann. Ich renn lieber. Leck mir am Arsch, was auch immer da gerade ist, Mann. Hier bin ich safe, hier traue ich mich. Steht da irgendwas auf den Dingern? Satanas? Satanas irgendwas. Satanas, hier ganz deutlich zu erkennen. Satanas irgendwas, okay. Gut. Nun denn. Gehe ich mal in die Kapelle. Oder was auch immer das sein soll hier. In die Kapelle des Todes, des Satanas. Oh oh. What the fuck? Eine Krippe? Wurde hier das Kind Gottes geboren? Oh, Jesus Christ. Guck mal, sogar Jigsaw haben sie hier aufgehängt. Alter. Ekelhaft, Alter. Okay, das ist auf jeden Fall ultra religiös, Mann, das ganze Dorf hier oder was auch immer. Okay, ja. Überall liegen Teddybären oder kaputte Puppen. Das hat irgendwie viel mit Kindern zu tun, oder? Mit Kindern und Religion. Hier wurde irgendwas lang geschleift. Jesus Christ. Oh oh. Oh oh. Alter. Sind es halt knallhart verbrannte Babys oder was, ey? Leck mich am Arsch. Leck, leck. Okay, alles in einem Lichteinfall von einem Kreuz. Leck mich am Arsch, ey. Ist das. Bah, ekelhaft. Bin ich hierher gekommen? Von dort gekommen? Oder von da? Ich weiß nicht mehr. Ich bin von da gekommen. Okay. Ja. Puh. Was soll man dazu sagen? Dann gehe ich vielleicht mal lieber weg hier. Oh Gott. Wir hören jemand flüstern? Ist es Lynn? Redet die irgendwelche satanischen Botschaften oder so? Ich will da jetzt noch nicht runter, falls ich da runter muss. Ich guck mich erstmal noch ein bisschen um hier. Zaun. Oh, Jesus Christ. Okay, ich glaube.
Ich glaube, ich muss in den verfickten Brunnen runter, Mann. Psst. Oh Gott. Was stand da gerade? Fear to investigate the well. Okay. Oh! What the fuck, Mann? Was zur Hölle? Ich lebe noch? Ich kann nicht ein bisschen bewegen? Okay. Look behind mit L1. Okay, wir können nach hinten spähen. Sehr schön. Alter, wo zur Hölle bin ich hier eigentlich, Mann? Und warum habe ich wieder schon wieder keine Batterie mehr? Ey, klar, wollt ihr mich verarschen, Mann? Direkt in so einem ekelhaften Schacht habe ich keine Batterie mehr. Ey, leck mich. Oh, oh. Oh, oh. What the fuck? Da leben aber noch Kinder. Die leben noch. Ey, lass mal da irgendwie... Oh. Fuck. Shit. Ey, ihr habt's gesehen, oder? Alter, habt ihr das gerade gesehen? Da muss ich nachher meine Aufnahme zurückspulen. Hier war doch gerade irgendwie ein schwarzes Ding oder so. Oder war das ein Bug? Oder war das dieser... Wie hieß das Ding von Teil 1? Fuck, okay, aber... Wir befinden uns jetzt hier irgendwie in einem Unterrichtsraum? Wie auch immer das jetzt zustande kommt. Hier haben wir die... Ja... Texas, Louisiana... Alabama, ja, die United States oder was? New Mexico, Nebraska, nein, das ist fucking Kanada, oh Gott, bin ich blind, ey, leck mich. Okay. Miracles of Jesus. Fuck, ich bin gerade richtig krass verwirrt, was ist das für ein Themenwechsel? Plötzlich bin ich hier in zum Unterrichtsgebäude. So, wo ist mein Land? Da oben. Alter. Okay. Können wir hier noch was mitnehmen, natürlich. Man lernt auch nie aus, ne? So. Die Uhrzeit bleibt auch nicht stehen, die läuft. Das finde ich schon mal positiv. Sehr religiös alles, sehr christlich alles. Taschenrechner, Wixpapier, eine Floppy Disk. Ach Gott, waren das Zeiten. English Dictionary für Anfänger. Okay, ich glaube, katholische Schule. Okay, jetzt wissen wir schon mal das. Okay, die geht so auf und sag mir bitte nicht, dass die aufgeht. Okay, Gott sei Dank. Das kann ich nämlich gar nicht brauchen, wenn mehrere Wege zur Verfügung stehen. Das schickt mich immer zu krass einfach. So, wir laden nach. Damn, Alter. Wo bin ich hier jetzt plötzlich, Mann? Was soll denn der Terz, ey? Ich check's gerade gar nicht mehr. So, die ist verschlossen. Oh, fuck. Ja, klar, natürlich ein stockdunkler Flur, ey. Alter, bitte... Bleibt jetzt einfach versch... Fuck. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf gerade. Ihr habt es genauso gehört wie ich, da ging gerade ein Spind auf. Alter. Es ist immer noch zappenduster, ey. Oh! Alter, wie hieß dieser Scheiß? Wie hieß denn der nochmal, Mann? Mir liegt's auf der Zunge, Mann. Wie hieß denn der? Den gab's in Teil 1 auch schon. Wie hieß der denn, ey? Mir fällt's gerade. Press Viereck to hide. Wollen wir mal versuchen? Komm, wir verstecken uns mal. Vielleicht passiert dann irgendwas. Nee. Irgendwie nicht. Oh, eine Batterie. Und eine Batterie.
Komm, wir gucken mal hier so rein. Ohne Nachtsicht. Was ist echt dieser Szenenwechsel, denn der schickt mich gerade richtig. Plötzlich sind wir waren gerade eben noch in den bei den größten Hinterwäldlern der Erde und jetzt sind wir wieder hier in den Unterrichtsräumen. Jessica? And Lynn? Jessica? Eine Music Box? Oh Gott. Super. Hilft uns sehr auf der Suche nach Lynn. Oh, oh fuck! Oh, Alter! Gänsehaut! What the fuck? Alter! Hau ab, ich hab gar keinen Bock auf so eine Scheiße, Mann! Was ist denn das? Oh Mann, ich hab konstant Gänsehaut! Lass mich raus! Oh, fuck! Fuck! Nein! Geh weg! Verpiss dich! Oh Gott, 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 oh Gott. Wo soll ich denn hin? Ich weiß es nicht. Alter, rennt er schnell. Alter, leck mich. Ist er noch da? Ist er noch da? Oh. Motherfucker, ey. Oh. That was freaking intense, man. Leck mich am Arsch, ey. Willst du mich eigentlich komplett verarschen, Mann? Oh, hat der mich gerade geschoben, Alter. Leck mich. Alter, das muss ich mir nachher reinziehen. Hab ich gerade geschrien, Mann. Fuck you, ey. Was ist das denn hier? Alter, wie verschickt man. Oh Mann, er ist schon wieder da. Er ist schon wieder da. Er ist schon wieder da. Alter. Warum ist hier so weiß? Ist es Schnee? Oder ist es... Ich weiß es nicht. Es ist verdammt ruhig, ey. Es ist verdammt ruhig, Mann. Alter, nee, ey. Aber seht ihr, genau aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich schaue mir dieses Gameplay von Outlast 2 nicht weiter an. Man wird mittlerweile so krass gespoilert einfach, man darf sich das nicht so weit reinziehen, Mann. Was ich jetzt für übelste Erschrecker habe, weil ich das einfach noch nicht gewusst habe, richtig mega. Mein kleiner Tipp, ey, zieht's euch ein bisschen rein, so, aber nicht komplett. Wow! Jessica. Ich würde ja jetzt echt gern hinterher rennen, aber ich kann gerade nicht, weil ich vielleicht echt noch eine Batterie bräuchte. Oh Gott. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich muss auf jeden Fall noch anmerken, jetzt da die Demo draußen ist, könnt ihr euch das natürlich schon reinziehen, was ich hier jetzt gerade mache. Das ist ja klar, das will ich jetzt so auch nicht sagen. Ich meine nur, bevor ihr das halt selber zockt oder so. So, warte mal, hier war ich schon drin. Ich verirre mich gerade ein bisschen. Komm, wir gehen jetzt weiter. Oh Gott, oh Gott. Oh, fuck no. Oh, fuck no. Oh, Mann, bitte nicht. Warum? Mit welcher Begründung, ey? Fuck, Alter, Outlast, Mann. Leck mich. Boah. Oh Gott. Oh, fuck. Oh. Oh Mann, Alter, wie göttlich geil das aussieht. Gebt euch das mal. Das sieht aus wie real. Als hätte ich gerade so eine virtuelle Brille ohne nichts. Damn. Alter. Jesus Christ, man. Was ist hier los, Mann? Das... Alter. Verschlossen. Es nimmt mich komplett auseinander, das Spiel, echt. Es nimmt mich auseinander, ey. Fuck. Nein, Mann, nein, nee, Oh, please, you
Nein, nein, sag nicht, dass ich jetzt rennen muss. Nein, da habe ich gar keinen Bock drauf. Oh fuck. Oh fuck no. Wollte mich verarschen, Mann. Oh! Oh, da stand ja jemand, da stand ja jemand. Leck mich. Fuck. Fuck. Nein. Alter, da habe ich gar keinen Bock drauf. Warum muss ich denn jetzt rennen? Und warum renne ich so behindert? Warum rennt der nicht richtig, Mann? Scheiße, ich bin gefickt, oder? Ich bin gefickt, oder? Ah, ich kann ja hier durch, okay. Wollt ihr mich komplett ficken, oder was? Alter, da habe ich gar keinen Bock drauf. Der kommt her, der kommt her. Leck mich. Leck mich, du Pisser. Leck mich am Arsch, du Wichser. Ich habe keinen Bock auf dich. Alter, nee, Mann. Nee, gar nicht, ey. Das geht gerade überhaupt nicht klar. Leck mich am Arsch. Ich renne einfach straight. Ich habe keine Ahnung, wohin, Mann. Wenn ich jetzt wieder zurückrenne, dann lache ich mir den Arsch ab. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Weg, weg. Weg, Mann. Nein, nein, schon wieder. Fuck, wo soll ich denn hin? Nein, nein. Ah, fuck. I am the car. Oh, fuck, aua. Oh Gott. Nein, Sackgasse. Ihr Hurensohn, ihr verpisst euch. Scheiße. Bah, ekelhaft, Mann. Ach Gott, Alter, ich hatte Gänsehaut, Mann, wo die mir hinterhergerannt sind, ey. Oh, oh, ja, klar, Mann. Chill mal, ey. Wo muss ich denn lang? Okay, ich renn mal dem Licht hinterher, vielleicht wäre das klüger. Ich renn einfach mal dem Licht hinterher. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ich renn einfach, ich renn... Oh, 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 oh. Nein, hinter deine Brille und... Ah, what the fuck, Mann? Was ist das denn jetzt schon wieder? Nein! Ach, komm, muss es sein? Direkt in den Schritt, also ich bitte dich. Okay. Heftiger Tobak, hä? Heftiger Tobak, okay, krass. Boah, leck mich am Arsch. Das hat jetzt richtig gut geschoben, ey. Outlast 2, Mann. Ja, das war die Demo, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Mann. Ich bin richtig geflasht. Ist krass, was soll ich sagen? Der Hauptprotagonist ist jetzt praktisch gerade gestorben. Wie geht's dann weiter? Wie geht's dann weiter? Alter, diese Hetzjagd durch die Maisfelder gerade, oder was das war, ey. Boah. Fuck. Okay, Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn dem so ist, lasst mir ein Like da oder so. Schreibt mir in die Kommentare, was eure ersten Eindrücke davon sind und... Ja. Ob ich überhaupt weitermachen soll, das zu zocken, weil ich meine, es geht schon übelst an die Nerven, Mann, Alter. Aber ich meine, im Endeffekt werde ich es dann sowieso machen, weil Outlast 2 ist einfach Killer. Okay, Freunde, das war's von mir. Haut rein, bis dahin. Peace.